Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem kleinen Infovideo. Ja, es ist endlich wieder soweit. Die Weihnachtszeit rückt immer näher und näher. Also ist mein Teil, bin Mitte November jetzt schon in Weihnachtsstimmung. Und ich habe euch wieder was Tolles anzukündigen, denn wie ihr es im Titel bestimmt auch gelesen habt, bietet oder veranstaltet Nintendo auch dieses Jahr wieder die Nintendo Xmas World Tour. Was das ist, was es dort zu erleben gibt, was das mit mir zu tun hat, das erfahrt ihr hier in dem Video. Also, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal die Seite von der Xmas World Tour, damit ihr ein bisschen versteht, was das überhaupt ist. Und dann erkläre ich euch, wann ich da sein werde und so weiter. Also, hier sind wir auf der Seite von Nintendo, zur Xmas World Tour. Und ich mache ein bisschen größer, dann konnte ich das auch lesen. Kann ich es dann lesen? Weil es jetzt ein bisschen weiter hinten. So, ihr könnt es jetzt nicht mal lesen, merke ich es gerade. Ich glaube, jetzt könnt ihr noch lesen. Also, in der Vorweihnachtszeit geht von Nintendo wieder auf Deutschland-Tournee. Es ist eben das im Prinzip, die Mall-Tour, da geht Nintendo durch die versiedelsten Städte in Deutschland. Und ist da immer an zwei Tagen in der Woche, am Wochenende, so zur Adventszeit. Und da kann man eben Spiele antesten. Zum Beispiel bietet die Mall-Tour allen Gästen die Gelegenheit, sich die Toy-Cons für Nintendo Switch und die Nintendo Switch Lite zu schnappen und in vielfältiger Weise einzutauchen. Man kann eben eine große Spielerauswahl antesten, wie zum Beispiel Pokémon Schwert. Ein Fit Adventure und noch viele mehr. Also ich werde da sein, werde das Ganze live streamen, gerade für den Fit Adventure werde ich dort auch einen letzten Test machen vor Ort. Und zur Zeit werde ich es da auch antesten. Das werde ich eben alles immer live festhalten. Ich werde es ja schön ausführlich antesten. Sage ich gleich noch wann und wo. Luigi's Mansion 3 wird es geben. Super Mario Maker 2, Mario Odyssey, eine Super Mario Bros. 2 Deluxe. Also, Breath of the Wild, alles Mögliche quasi dabei, was man da spielen kann. Und gerade wenn ihr das Spiel noch nicht habt, könnt ihr sie dort antesten. Und es gibt noch ein Gewinnspiel. Also, für Nintendo veranstaltet, das hat nichts mit mir zu tun. Nämlich neben den vorweihnachtlichen Spielevergnügen wartet ein tolles Gewinnspiel auf die Gäste. Also wenn ihr zu der Mall-Tour geht, da könnt ihr so Teilnahmekarten für alles, was ihr gespielt habt, könnt ihr Stempel sammeln. Und wer zwei Stempel zusammen hat, kann es an der Verlösung und kann mit etwas Glück 1 von 3 Spielpaketen gewinnen. Und da haben wir eben 3 Pakete, einmal ein Winter-Spaß-Paket mit einer Nintendo Switch, einem Pro-Controller, einem Soul-Con, so wie Mario und Sonic Olympischen spielen. Der zweite Preis ist eins Aktiv- und Spaßpaket mit einer Nintendo Switch-Konsole, einem Soul-Con-Set und Ring Fit Adventure. Und der dritte Preis ist ein Pokémon-Paket. Ja, soweit zu dem, was auf der Nintendo-Seite steht. Nun zu dem, mit dem ich eigentlich was zu tun habe. Denn es gibt das an total vielen verschiedenen Orten. Und ich werde in München unter anderem auch vor Ort sein. Ich lese jetzt mit die Daten vor. Losgehen tut das Ganze. Sie haben es uns einfach verpasst im Aufnahmedatum. Es wäre am. Wann wäre das denn gewesen? Am 16. Also zum Aufnahmezeitpunkt gestern wäre es damals in Düsseldorf und Ringburg gewesen. Und am 23.11. ist es in der City Galerie in Siegen. Dann ist es am 23.11. in Lohm. Dann am 29.11. in Tiergalerie Dortmund. Und in der Ernst-August-Galerie. Dann am 30.11. ist es in Loop 5 und in der Limbecker Platz. Am 6.12. ist es im Pausendorf-Center in Leipzig. Am 6.12. in Miljano, Stuttgart. Am 7.12. in der Altmarkt-Galerie in Dresden und in der Mercaden-Böhmling in Böhmlingen. Böblingen. Und was für uns interessant wird, am 13.12. ist das in Pep München. Das ist nicht mehr wie die letzten Jahre in den Riem-Arkaden. In den letzten Jahren war es immer in den Riem-Arkaden. Jetzt ist es in der Pep München. Und da werde ich anwesend sein. Am 13. als auch am 14.12. Ich werde an beiden Tagen da sein und zwar mitten hin. Jetzt sage ich gleich noch was dazu. Schauen wir uns erstmal an, wo das ist. Also falls ihr in München seid, nur in München bin ich dabei dieses Jahr. Falls ihr in München seid, ich bin am 13. und 14.12. vor Ort. Und ihr könnt mich da treffen. Schauen wir mal, wo denn überhaupt dieses Pep-Dingsbums ist. Schauen wir uns das mal an, das ist nämlich hier. Das ist das Pep München, ist in Neuperlach. Die ist mit der U-Bahn-Station hier. Was sind das für eine? Das ist mit der U.
weiß ich nicht, U5, U7 und U8 ist das zu erreichen. Und das ist eben dieses große Einkaufszentrum hier. Wenn wir ein bisschen rauszoomen, das ist in München, eben im Ramsdorf-Perlach-Gebiet. Da ist Obersendling, da ist Leiben, da ist Trudering. Also ich konnte es, denke ich, mal jetzt einigermaßen orientieren, so ungefähr. Und hier ist es. Ich werde da anwesend sein, wie gesagt, an beiden Tagen, wo es stattfindet. Ich tue erst die Adresse und alles nochmal in die Videobeschreibung packen. Und falls ihr am 13.12. oder 14.12. zufällig Zeit habt und in der Nähe von München wohnt, da würde es mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischauen würdet. Oh nee, jetzt komme ich gerade so richtig krass in Pop-Ups, die ich leider auch nicht ausblenden kann. Dann fahre ich jetzt einfach mal dahin, dann seht ihr sie nicht mehr. So geht's nämlich auch. Also, mich würde es freuen, jetzt sind die weg, gut. Wenn ihr anwesend, also wenn ihr in der Nähe von München wohnt und am 13. oder 14.12. Zeit habt, wenn ihr mal da vorbeigucken werdet, es geht von 10 bis 20 Uhr. Ich werde 2 Tage davor genau nochmal ein Infovideo hochladen, wo ich erkläre, wann genau es welche Uhrzeit ich da bin. Weil das müssen noch alles bespressen mit den Zellen, auch ob es dann Zeit hat an den Tagen, aber planmäßig werde ich an beiden Tagen mit einem guten Zellen hinschauen. An beiden Tagen werden wir Livestream vor Ort und eben Zuschauer treffen. Wir teilen das Ganze auf, wir sind einfach nur ein paar Stunden, nicht viele, vielleicht 1-2 Stunden sind wir dort jeden Tag. Und die eine Hälfte von Spielen mal antesten kann, das ist auch nicht so riesig. Aber den ersten Teil testen ein bisschen genauer. Am ersten Tag an, machen einen netten Livestream. Und am zweiten Tag machen wir dasselbe einfach nochmal. Dann sind wir an beiden Tagen da. Und so habt ihr Zuschauer an beiden Tagen die Möglichkeit, uns zu treffen. Ja, würde mich auch freuen. Letztes Jahr kamen wir doch insgesamt, glaube ich, 4 Zuschauer. Wo es noch Mund sind, das hat mich sehr gefreut. Ich bin ja wieder da, habe auch so Songs und das Reimen dabei und kann auch selbst machen. Also all sowas, also wenn ihr in der Nähe von München wohnt und am 13.12. oder 14.12. Zeit habt, schaut gerne mal bei den Pep München vorbei, diesem Einkaufszentrum. Denn da wird eben die Seite X-Mas Molto stattfinden und was es da genau zu sehen gibt, habe ich euch also schon bereits gesagt. Ja! Mich würde freuen. Da ist vielleicht sogar die anderen Daten vor. Also da bin ich nicht vor Ort, aber für die, die es interessiert, die nicht aus München kommen. Am 14.12. ist hier noch eine Rathausgalerie und ein Isenburg-Zentrum. Dann und an der Centro in Oberhausen. Am 20.12. ist das in Europassage in Hamburg. Ettlinger Tor in Karlsruhe. Am 21.12. ist es im Forum Mittelrhein in Koblenz und in der Mall of Berlin. Und zu Nachweihnachten am 28.12. ist so erst mies für die, ist es im Frankencenter in Nürnberg und im Rheincenter in Köln. Ist halt wie gesagt in München anwesend sein, das ist der 13.12. und 14.12. Die Daten müsst ihr erst merken, dürft ihr erst merken. Von 10 bis 20 Uhr hat der ganze Spaß offen. Ich weiß nur nicht, wann ich vor Ort sein werde, da gibt es dann kurz davor noch ein Infovideo. Ja, das war's soweit, das Infovideo zur X-Men Small Tour. Mich würde freuen, wenn ihr da wie gesagt auch hinkommen wollt. Ich bin an beiden Tagen auf jeden Fall da. Und die genaue Uhrzeit tue ich dann 2 Tage davor noch bekannt geben. Das war's mit dem Infovideo. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch das letzte Mal eine frohe Weihnachtszeit. Macht's gut. Und ciao.